Ja! Dann 3, 2, 97. Servus und hallo, willkommen zu Racer 7. Unsere vierte WM ist am Start und mit mir dabei der Jake und der Joker, der gerade aus der Box rausfährt. Hallöchen! Und natürlich der Valvo. Hallo, Valvo. Ja. Wir sind hier in Imola. Nachdem wir erst in Australien und Deutschland, dann wieder Australien, dann die Schweiz waren und jetzt schon mal nach Italien. Eine Strecke von mir. Eine geile Strecke. Ja, warum der Joker zuerst raus hat, fragen Sie sich alle. Die nicht das letzte Rennen, wie es aussieht, gesehen haben. Oder unser Regelwerk noch nicht ganz verstanden haben. Möchte das Das für ist alle der Letzte, der hinten RTL-Zuschauer gewonnen sprechen. hat. Genau. Deswegen geht er jetzt als erstes am Start hier. Imola, eine schöne Strecke, die leider nicht mehr gefahren wird in der Formel 1. Wie lange eigentlich schon nicht mehr? Ewig. Fünf, oder? Du bist voll leise gerade. Mein Problem. Kenny ist doch Alonso, gut, Mensch. Schumacher knapp vor Alonso. Zwischen 6. Ich glaube, danach war Schluss. Ah, ja. Vielen Dank, Jack. Auswurf. Ich gehe jetzt in Trance, ne, wenn Sie die ganze Zeit meinen Namen schön ins Ohr hauchen. Von Dompen, von Dompen. Dann gehe ich in Trance und. Und der Joker geht auf die schnellste Runde, die Zeit in der Runde, auf die schnellste Runde. Auf die Jagd nach der schnellsten Runde, sozusagen. Und tschüss. Denn die schnellste Runde hat bisher Ekström. Die muss doch behalten. 1,42,8. Der war ecküberströmt. Kleiner Fehler gerade gewesen vom Joker, was sagt? Der erste Ui. Sektor. 1,3 fast 4 Sekunden. Der kleine Fehler war ein großer Fehler. Sah aber nicht so aus. War er aber. Was so ein großer Fehler. Sektor 2. Hallo Michi. Juhu. Klang ja, dass wir irgendwo reingekommen. Wunschdenken. Wunschdenken in Imola. Wunschdenken in Imola. Wunschdenken. Sektor 2. Absatz Sektor 3. Jan Furzerklauen fast eine Sekunde nochmal verloren. Bis nicht gesehen, wo. Ich bin nicht schnell genug und fuck. Okay, da habe ich's gesehen. Ich bin nicht schnell genug für das Feuerwehr. Ich glaube, da war er zu schnell. Das wird ein guter letzter Platz. Vorerst. Ah. Aha. 1,42, 8,70 die Bestzeit und der Jocke kommt auf 1,46 irgendwas. 3,6 Rückstand. Ist der Und. Fall, wo der nächste? Ach, er wickelt es ja nicht weg. Na, wo denn hier? Extrem Schlucker und Perfett wären momentan die, die die Punkte holen würden fürs Qualifying. Hui! Penis. Also Ekström kriegt auf jeden Fall Punkte. Stimmt. Ja, das ist richtig. Da war Mr. Schokonuss. Mr. Vollnuss. Der hat so nicht alle an der Nuss. Ja, witzig. Ich kündige übrigens jetzt schon mal an, dass ich nach diesem Rennen schlafen gehen werde. Du Ansage.
eine Ansage von Jake. So, das könnt ihr jetzt erstmal verarbeiten. Habt ihr etwas mehr als eine Stunde Zeit. Oh. Oh. Das heißt, danach machen Jocke und ich eine Arbeit. Okay. Ja, cool. So nett. Mit was sagen wir noch nicht? It's a Sony. Oder ein Philips, oder ein Panasonic, oder noch viel Schrott Scheiße gibt. Bums. Bums. Bumsi. Ich bin's, Bumsi. Kennt ihr mich noch? Nö. Scheiße. Vom Bumsen. Von einem ganz berühmter Bumsi. Bumsi-Bär. Jetzt überall. In ihren Erotik-Shops. Erotik-Shops. Oh. Ja, auf der Runde. Bin noch aufgewärmt genug. Also. Da habe ich noch was. Eine Aufwurzung. Ja, schön. Vielen Dank, von Hotels. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich gebe sofort weiter zu Peter Radetzky aus Wien. Peter, wie geht's dir? Joghurt, danke. Joghurt? Arsch. Erster Sektor für Valvo. 19 Rückstand. Jogi, mir geht's ja Wahnsinn. Ist so riesig hier wieder heute im Studio zu sitzen bei Aktenzeichen. Ich hab schon gesagt zum Valvo, dass das. Vielleicht haben wir ja auch hier nochmal so ein Rennen wie in Job Siffert, wo die KI auch mal mithält. Hier schaut fast ein bisschen so aus. Ich glaube, wenn das so kommt, dann haben wir hier aber eine Strecke, wo sich die KI nicht unbedingt weglegen wird. Nee. Und stimmt. Dann könnte das ein richtig bitterer Sonntag für uns alle werden. Zum Glück so Montag. 1,5. Dann wird das ein bitterer Sonntagnachmittag für euch. Da senkt sich das Auto vom Bremsen direkt in den Boden ein. Das war was anderes. Klopp kann alle Geräusche. Bei ihm ist ein Brrrt, genauso wie ein Brrrt. Da macht Weibo gleich die Lichter an. Was sagt die Zeit? Vielleicht bringen sie es noch ein paar Zehntel. Hey. Sekunden Rückstand. Ja. Die KI liegt von Platz 1 bis Platz 22 innerhalb von einer Sekunde. Ist ja widerlich. Beziehungsweise innerhalb von 9,5 Zehnteln. Schön, Weibo. Schön, das Rad verloren. Danke. Los geht's. Bello. Bello. Hallo, hallo. Kann er hier Punkte holen? Zack, 2 Sekunden Vorsprung. Ich hab vorhin auch, das wird eng hier. Schau mal, ob von der KI sind alle Zeiten gefahren. No. Ich habe am Ende 2 Sekunden Rückstand. Jocko 3,6. Und Scheider auf dem 22. 0,9. Naja. Das wird lustig. Das zweite Rennen in Folge, wo wir beide von ganz hinten starten. Mhm. Qualifikationstechnisch für den Arsch. Mal sehen, wie es diesmal renntechnisch aussieht. Diesmal bin ich vor dem Jockey sogar am Start. Yes. Soll doch Punkte geben. Warst du das ja, nicht? KI, du warst du das in Job Siffert nicht auch? Da hatte ich doch den Spruch gebracht mit, was du für den letzten Platz. Gibt's dafür Minuspunkte? Ey, du hast doch zurückgeschaut, um mich zu sehen. Nö, ich guck eigentlich immer nach hinten, ja, ob da einer ist oder nicht. Ja, aber da war ich ja dann, als du zurückgeguckt hast. Bin mir nicht sicher. Egal. War übrigens wieder im letzten Sektor, wie schon in Job Siffert, glaube ich, wo Valvo nochmal Zeit gewonnen hatte. Nee, stimmt nicht.
Kommando zurück. Jetzt geht's auf die gezeitete Runde für den Battle. Oder wartet, nee, oder ja, stimmt, in Woodside kann er gewesen sein beim ersten Versuch. Da war ich dann letzter an. Na genau. Oh. Was wird Unlimited, enden? Jake. Erste Sektorzeit, was wird sie gleich aussagen? Ah, knapp vorne. Eine Zehntel vorne. Aber die Kurve war gerade nicht gut. Nicht gut. Da hat er bisschen gesaftelt. Und auch raus. Nochmal. Aber Speed mitgenommen. Ja, da ziemlich dunkel der Himmel. Da war nicht schlecht. Ui. Gut, bleibt noch was rausgeholt jetzt durch die Schikane. Von 1,16, also 0,16. Vorher waren es 0,112. Da war 4000stel rausgeholt, der Jake, aber das war jetzt schlecht. Das könnte es gewesen sein. Das wäre das zweite Rennen in Folge, wo keiner von uns möglicherweise Punkte bei der Quali holt, oder? Nein. Boah. Alter. 0,157. Trotzdem ja, stark da noch. Jake, sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, dass die KI da mit uns battelt. Also mit ihm battelt. Genau. Hui, interessant, wer da so alle oben vorne steht. Oben vorne. Ja, dann haben wir Ekström auf der Pole vor Schlüpper-Johnny, Peffert, Beißler. Eng, Wehrlein, dann der Jake auf der 7, mittendrin. Prio, Spengler, Glock, Götz, Green, Dickens, Rockenfeller, Werner, Motara, Helm, Molina, Wittmann, Vitoris, Tombe, Juncker, Della, Schalter, Weibo und Jockel. Nee, auf der 4, ja, guter Start. Von 0,9 Sekunden getrennt. Jo. Jake, eine schöne Runde Zeit. 1,43,000. Nur eine Tausendstel hinter Wehrlein. Wie ist denn die Zeit jetzt? Ich habe das Gefühl, dass die Runde jetzt gerade besser ist. Sieht man die noch? Warte. Ich glaube nicht mehr. Also unten in dem Tableau, meine ich. Naja, also läuft jetzt mit. Ich kann jetzt nicht die Zwischenzeit sagen. So. Mal gucken. Aber ich glaube, das wird keine Zeit mehr geben, weil du es überstanden hast. Die Endzeit wirst du nicht mehr sehen. Aber 37, 38, 39, 40, 41. 42,870 stand da. Ja, das ist die Zeit von Ekström. Ja. Also es kann ja, sein, dass du... Du drunter gewesen, glaube ich. 41 irgendwas. 41, 42. Naja, wollen wir mal sehen. Ja, sind wir gerade durchgegangen, wer wo ist. Dann starten wir rein. Lass knacken. Ja. Regen. Nein. Double Tracken. Double Penetration. Total Interpenetration. And eternal circulation. Mehr kennst du nicht. And the art, reach out, drop out. Reach out, reach out for the sun. Enis. Leckeinschlag halt gerade in dieser Stadt. Lenkeinschlag. Auch schön. Auch schön. Drittes Rennen in Folge übrigens, deswegen sind wir vielleicht schon ein bisschen gefratzelt. Viel Spaß auf jeden Fall, Jungs. Gleichfalls. Nee. Schon nach Mitternacht übrigens. Mhm. Oh, Gott, los. Gib
Go! Oh, die sind ja schon wieder so langsam hier. Macht Platz, ihr dummen Arschbratzen! Oh, schlechter Start, ich komme nicht weg hier. Auf 7 geblieben nach den ersten Kurven. Und die KI legt los. Vielleicht mal ein Aufgangsproblem, aber ohne dem geht der Ibi zum Anfang. KI fightet hier stark. Molina. Jetzt bin ich auf 5. Platz 18. Wickens. Uiuiuiui. Ah, hört sich an. Ja. Stopp. Stopp. Die Palme quillt. Oh, nicht wegdrehen! Oh. Ich hoffe, mit der Sprachsteuerung. Ah, KI kommt schlecht raus hier. Gestaucht. Boxenstoppfenster Runde 11 bis 26. Für mich nutzen. Futter. Spengler geht noch weiter. Ekström da vorne schon mal. Ginzel ins Polster. So, Jake auf der 2. Einer auf der 13, Joppi auf der 16. Irgendwas sowas wie 36, 35, 36 spaßige Runden erwarten uns. Strecke ist vom Valvo ausgesucht. Platz 15, also richtig nach vorne jetzt nicht. Oh, Schikane hasse ich hier, ey. Aktuell 12, da. Und der Check führt. Nee. Nee, Quatsch, okay. Bin zwar näher rangekommen, Ekström, aber Ekström führt noch. Oh, ich verkacke immer diese Schikane. 52,99. Im Qualifying hätte es gereicht. :44,100. Das, was Jake im Qualifying hatte, circa. 43,0. Ah, da war es 43. Okay. Sorry. Sorry, Digi. Ja, Problem so. Der Schlüppert nähert sich wieder. Ja, Schlüppert, zeig, was du kannst. Zieh ihn aus, werf ihn vor. Verdeck die Scheibe. Jetzt Kürster Katz. Ja. Ey, manche Kurven, Feiger, wo sie beschissen ist. Alter! Die ich mich reingekämpft habe, verliere ich wieder. Ja, das macht nichts, was ist es nicht hier in dem Imola. Der Green, fahr doch auf die Seite.
Ja, bei den Formel 1 Rennspielen muss mir der Kurs eigentlich immer besser erlegen. Aber bei Race war das nicht so unbedingt der Fall. Ich angefangen habe zu spielen, damals lag mir der Kurs gar nicht. Habe ich den gehasst, aber mit der Echt? Zeit wird's dann. Macht er den? Ach, hier komme ich. Gerne. Gerade bei Grand Prix 2 liebe ich den Kurs. Hier komme ich gerade überhaupt nicht so klar. Verkackt die meisten Schikanen eigentlich. Das ist, Valvo, wo bist du? Das eng da in dem Pulk, wo du bist, oder? Ja. Konnte gar nicht richtig gucken. Aber man muss doch sagen, dass bislang jeder so seine Position gefunden hat. Also es ist wenig Zweikämpfe jetzt hier. Jetzt könnte ich vielleicht am Eckstrom vorbei. Oh. So, Green, jetzt Cursor Cuts. Ach, jetzt hab ich. Gut, 10. Gut, die 2 konnte ich gerade schön kassieren. Green ein bisschen vorbeigerempelt. Ist auch am Extra. Aber alles gut. Aber sehr spannend hier. Jetzt will ich zwar nicht heraufbeschwören, aber ich weiß, wenn ich einen Fehler mache, dann wird es, glaube ich, schwer wieder ranzufahren. Gib alles, komm, ja, 9. Mal, wo geht ab? Jetzt fällt der Schlepper zurück. Nein! Ich schaffe es nicht, den Spengler zu kriegen, oder? Nee. Na, Timo? Kommt schlecht raus. Das ist nutzig. Ja, die war gut. Die war nicht so. Oh, jetzt hätte ich mich mixen können. Die Schikane, die letzte, die war geil. Da habe ich den Spengler so hart von nass stehen lassen. Erfolg. Oh, fuck it. Welchen Platz hier hatte? 13. Aber man merkt jetzt schon, dass die ersten 7 sich versuchen abzusetzen. Bist du Prio? Hinter mir Wehrlein. Ein bisschen lässt er abtropfen. Tropf, Tropf, Tropfsteinhöhle. Wird hier scheinbar auf die Boxenstopps dann noch ankommen. Mhm. Immer noch von Runde 2 meine beste Runde. 1,44, 1,00. Und 43,2. Oh, komm ich weit raus. 42,0 vorhin. Ich mal gratuliere. Oh, da kommt der Prio weit raus. Verbremst dich mal volle Lotte. Ja, na, komm Prio, komm Prio, komm Prio. Sich das aus? Oh, dann stich da rein, aua. Oh, ich muss auch wieder reinstechen und... Oh, oi, 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 das war ein Fehler. Pff. Hallo, Jocke. Shit, ey. Ich hab einen weggerölt. Ich hab einen Fail gemacht. Ich hab auch einen weggerölt. Oh, Jocke! Das tut mir leid. Okay, bei mir geht's auf jeden Fall noch mit der Aufhängung. Es war beschädigt. Durch den Schikan? Nee, davor. Okay. Die Schikane, die letzte. Ich hab ihn überholt und der zweite, auf den bin ich aufgeflogen. Beide abgehoben und da fährt. Ich denk mal schon, du bist da auf dem 9. Platz vorgekommen. Ja. Mit Hilfe. das war zu übermotiviert bei mir. Na, bin ich auch teilweise. Ich hätte mir Zeit lassen können, aber ich wollte so schnell wie möglich am Prio vorbei, nachdem der Fehler gemacht hat. Jetzt traue ich mich halt auch nicht so aggressiv gegen den Jörg, wenn ich den gleich nochmal reinkacke.
Ja, die war gut, die war gut, die war gut. Komm schon! Fahr vorbei, wir rein, hallo! Oh, da zieh ich mit. Oh, über die letzte Kurve gerade eben. Mal so reingeslidet. Ah, du bist schneller. Du bist eindeutig schneller. Ich lass dich vorbei, ich lass dich vorbei. So, Prio, versuchen wir es halt nochmal, ne? Die ersten müssten auch gleich reinkommen. Steht da. Es wird interessant hier. Ah, wirklich bislang von knapp ist von den Abständen her bislang eines der spannendsten. Ja. Oh, diese Schikane wieder. Hat mich wieder Zeit gekostet. Kann ich mir das angucken, was du da veranstaltest mit ihm? Kommt er wieder schlecht raus? So, jetzt bin ich näher dran. KI geht rein. Ja. Boah. Der Michi steht da auch. Kap Schokolade stehen sehen. Ja, auf den ersten drei Plätzen. Yes, 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 yes. Nicht sicher, wie das mit den Reifen wird. Ersten Sektor kann ich gut mithalten. Fuck. Treibst mich voll raus. Da auch wieder, Alter, was mache ich denn gerade? Bock! Bist du vorbei? Nee. War ein bisschen spät gefragt. Kein Problem. Alles gut. Ja. Ah! Aha, erster Platz! Fahr, Weibo, fahr! Das ist auch. Für jede Führungsrunde Punkte.
Juhu! Das wird nicht gut enden! Hallo Jake. Hallo. Ich geh mal in die Box. Tschüss. Wieder los. Boah, ich dachte jetzt, die Karre knallt da voll in die Mauer rein. Knapp. Nee, wenn man schon auf Bestätigen klickt, dann sieht das so aus, als ob der voll geradeaus rinballert. Kann man da reinziehen in die Box? Du musst nicht unbedingt empfehlen, weil da kommt ja direkt nach der Kurve, Kurve kommt gleich die Mauer, Linie. Die Kurve nach links. Ah, okay. So, ich repariere die Schäden und ein bisschen Benzin dazu getankt. Echt, du hast Schäden? Ja, ich hatte Aufhängung durch meinen Fick so, da in der letzten Schikane und das dauert ewig, es dauert ewig. Habe ich auch, aber es geht. Ja, aber ich hab's jetzt doch lieber machen lassen. Denn noch so ein Schlag und das Ding ist völlig hinüber. Noch so ein Schlag feiert. Oh, vor Michi komme ich raus auf der 12! Oder Michi, kann ich ihn aufhalten? Und Michi fährt mir voll rein! Ah, ja. Position 10. Fuck, zu weit rausgekommen. Mir juckt die Nase! Wir sind immer noch da, Jake! Okay. Da kommt er weit raus! Scheiße! Ist das geil! Boah, ist das geil, Jake. Fuck. Da höre ich ihn doch schon wieder aufrühren. Sollte nicht schon wieder rumspulen. Ich kann nicht. Boxenstoppfenster ist offen. So, krieg jetzt hier auch endlich mal eine bessere, beste Runde. Geh da rein, nein! Bleib hier, Jake! Nein, hier ist noch Platz! Du bist wohl jetzt im Vergleich zur KI gleich wieder landen werde. Da war Ekström schon, achso, die waren gar nicht so weit weg. Oh, Ekström so weit weg vom Rest. Schlüpper kommt da drüben. Schlimmer kommt da drüben. Da kommen noch Peng und Perfett. Ich kann wieder fahren, aber. Ich kann wieder fahren! Ich bin eine Fee! Drinland. Da kommt der Jake aus der Büchs. Büchs.
Jetzt geht das wieder euch weiter. Jake denkt sich auch, nö. Na, wieso? Ich hab doch nicht den Stopp gemacht. Na, spannender Fight. Hat mir Spaß gemacht. Jake nicht. Fella. Wohl. Wohl. Guckt ein bisschen weit raus. Ach, 1:43.047 ist meine jetzt beste. 43.2. Ui, shit. Oh, Gott! Was ist denn los? Weg, fast den Jack rein, ihr Dübel. Puh. Oh. Das wollen wir sehen, das ist Racing. Oh! Diese Geräusche, macht weiter, Jungs. Finisht euch gegenseitig! Was hast du gesagt? Aber gedacht hast du es. Ich? Moi? Ich doch nicht. La plume de materde! Jake hatte den großen, Jocke hatte Schäden repariert. Ja, und noch nachgetankt. Oh, was fahr ich denn jetzt hier? Ach, nein, 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 nein! Oh, shit. Aufhängung. Nein, 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 nein. Fuck. Was hast du gemacht? Die Kurve vorhin, die du nicht gekriegt hast, nicht bekommen und dann links an die Wand geknallt, ja. Jetzt kann ich meinen zweiten Boxenstopp machen. Und Hahn hinter Beißler zurückgefallen, das wird es auch punktetechnisch gewesen sein. Da brauche ich mir, glaube ich, selber nichts vormachen. Na, oh, ist das schlecht. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Jetzt kann ich die Karre aber kaum noch halten. Oh, jetzt zieht sie rüber. Mhm. Ja. In welcher Kurve? Erster Sektor, zweiter? War die vor. Vom zum zweiten Sektor hin. Also bevor diese lange. Zweiten Mal.
bevor die lange Linkskurve da kommt. Ja. Ja, ja. Ich denke mal gerade Abstand tut. Also Hand größer. Jetzt wird er wieder rasant klein und Abstand. Jake, lass das. Oh, das wird ein bitteres Rennen, glaube ich, ab jetzt. Jake, das mag ich gar nicht. Ich meine, du hast den Stoppvorsprung mindestens aber trotzdem. Dieses Gefühl. Warst du schon mal drin? Nee. Habe ich zwei Vorsprung. Ja, ich meine jetzt auf der Strecke. Abstandstechnisch. Ach so. Meinst du, ich könnte einen Stop extra machen? Ja. So. Ah, okay, erster Stopp. Stopp. Das ist ein kurzer Stopp. Mhm. Bleibst du dabei erstmal vorne. Okay. Wollt nicht gleich wieder durch die ganze KI durchgereicht werden. Das hat Babu zu dafür, wenn man so eine Spirale drinnen hat, ne? Ja, jetzt ist. Jetzt ist aus, jetzt ist aber auch. Konzentration, oder? Nee, aber ich habe ja jetzt durch den Boxenstopp gemerkt, die waren alle an der Box und jetzt bin ich bis auf 19 zurückgereicht worden nach dem Stopp. Und ja, da. Aber es ist halt, dass die echt so knapp beieinander fahren. Ich habe aber auch Zeit verloren. Man merkt, jetzt ist ja jetzt gerade Boxenstopp bereinigt. Ich bin 3 Sekunden vor Extreme. Das waren mal 16. Weil eben bei mir ja, da ich das hier gerne zweimal. Wahrscheinlich, weil ich dich aufgehalten habe, Jake. Nee. Wobei wir sind gute Rundenzeiten gefahren. Ja. Dadurch, dass ja bei mir nur zweimal die Aufhängung repariert werden musste. Und ich insgesamt ja um die 50 Sekunden gestanden bin. Aber gut, Wunder. Die KI wechselt halt auch immer die Reifen. Merkt man schon auch. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, wie viel ein Reifenstopp, Alina. Das werden ja wahrscheinlich 15 bis 20 Sekunden noch. Also wird ja dann trotzdem Zeit aufholen und dadurch. Fuck, ich komme jetzt auch nicht mehr wirklich mit dem 18. Platzierten hinterher, der 5 Sekunden vor mir ist und der 20. hängt mir am Schniepel. Also wird das hier ein ziemlich langes Rennen, die hinteren Positionen. Dann hat er mir überlegen, ob sich zwei Reifenstopps lohnen. Bei dem glaube ich nicht so gut, oder? Ich glaube, Ziffer hat sich wahrscheinlich eher gelohnt. Ja. Ja, man sieht ja hier, dass die vorne rechts bei mir der schlechteste 68% noch hat, also da hätet eigentlich noch. Da wartet ja jetzt bei der Halbzeit in der Ziffert schon bei 50% angekommen. Ja. Jake, magst du durch? Nö. Ich werde wahrscheinlich noch zweimal Reifen wechseln, weil ich habe schon genug Sprit im Tank. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Eventuell noch einmal oder noch einmal tanken, noch einmal Reifen wechseln. Ja, zweimal tanken, auch wenn die Tankstops kürzer sind, das lohnt sich einfach nicht. Das ist Quatsch. Sektor 2. Da hat Jake quer gestanden, glaube ich. Ja, Jake, was los? War schon wieder so ein Dreher. Okay. Ich war ein bisschen. Oh, du wolltest das gegen mich versuchen? Jo, aber war eigene Schuld. Okay. Ich wollte so nach außen. Ich habe das vorhin so nicht beim Joke gemacht, aber weiß nicht, aber im Körper so abgebremst, wollte die auch ausweichen, weil ich gesagt habe, das ist zu übermütig dabei. Okay. Also hab ein bisschen zu spät oder zu viel Gas gegeben.
Diese Kombination aus Ausweichen, aus dem Körper anwachsen, oder? Okay, nicht schön. Nicht gut. Bist du jetzt hinter Eckstrom? Nee, noch davor. Aber das Box ist doch bereinigt hier, also. Nicht schön, hab ich das schon gesagt. Ich wünschte, es wäre bei mir auch Boxenstopp bereinigt. Jockel hatte 3 jetzt, oder? 2. Ja. Also auch Boxen. Ich dachte, du hast deine Aufhängung so angefickelt. Ja, deswegen war ich ja zweimal schon drinne. Ich hab zweimal Aufhängung und auch zweimal nachgetankt. Aber den großen noch nicht? Nee. Oh, die KI hat da sehr aufgefährt wieder. Aufgefährdet. Aufgefährt. Ja, jetzt aber auch, keine Chance mehr näher ranzukommen. Also Abstand bleibt zum Vordermann gleich 5 Sekunden. Alter Chick, das ist so eklig. Wo ist eine Runde, eine Sekunde raus? Was mache ich hier? Ich hasse die Scheiße. Nee, ich habe mich gerade wieder an derselben Stelle verbremst. Ja, der erste Sektor, da bin ich immer stark. Könnte ich meine Zeit immer verbessern, meine beste Runde, aber Sektor 2 und 3 sind halt beschissen. 43.1 ist meine Bestzeit. 1.43.047. Boah, die war gut. Na, schade, doch nicht. Doch, scheiße. KI hinter mir halte ich auf. Du wirst dich wahrscheinlich extrem geschlagen geben, aber ich gegen Schlüpper hast du eine Chance. Ich denke, vor Penglern ist das schon. Okay. Ich muss halt noch meinen Großen machen. Ja, aber du machst ja dann noch wiederum auch noch andere kürzere. Mhm. Deswegen denke ich, du hast ja 29 Sekunden auf Peng. Okay. Also den müsstest du eigentlich im Sack haben. Eben gucken, wie das gegen Schlüpper ausgeht. Extrem wird halt schwer, weil der liegt dann noch zweieinhalb Sekunden hinter mir. Mhm. Will nicht so richtig weg. Geh weg da! Aber schönes Rennen, bisher ein guter Duell, ne? Eben auch, wie gesagt, wenn es ein bisschen unfair ist, so Boxenstopp nicht bereinigt, aber trotzdem nett. Vorher gegen Jockel, dann gegen Jake. Gegen die KI auch immer wieder eng. Ich hatte aber keine Chance gegen dich. Also, ach, waren jetzt nicht wirklich Duelle. Ach, Quatsch. Weil ich auch nicht mit dem Kurs hier bei dem Spiel gerade gut dabei bin. Ich gehe rein, check in der nächsten. Mittlerweile schon wieder eine Sekunde auf den Vordermann verloren. Dann hampel ich den nicht mehr vor der Linse. Linsen! Außerdem sind meine Schlüppis mittlerweile auf 63%. 61. Weil jetzt hast du dich aber verbremst, oder? Da bleib ich doch noch. Jetzt verbremse ich mich. Verliere ich tiefen auf die KI. Auch wenn ich gerade gut im Tritt. Ne. Verschredet. An sich bin ich gut im Tritt. Die letzte Runde war nur ganz scheiße. Wow! Da ist er vorbei.
Ah, war ich jetzt eine Runde zu lang draußen vielleicht? Erster Sektor ist gut, den mag ich, die anderen beiden hasse ich. Nein, nicht schön. Die liegen dem Audi Furzer nicht. Wieder nur gecheckt, schön war's. Tschüss. Machst du jetzt den großen? Ja. Musst du dann halt mal gucken, ob du dann, wenn du dann vorpeng bist, ist es safe. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube nicht. Da kommt bist irgendwo, aber du wirst irgendwo in der Region rauskommen. Kette. Da kannst ja, du fighten. Ja, mitten drinnen wahrscheinlich. Good fight. For your ride. Bye. Bingo fahrt vorbei. Prio fahrt vorbei. Ich stehe immer noch. Wehrlein. Heffet. Rockenfeller. Rockenfeld, Entschuldigung. Götz. Michi. Green Hand. Aua, Green fickt mich. Nicht nett. Ich geh in die Box, mach meinen großen. Jocke, du warst doch beim Beißler, oder? In der Nähe. Ist schon länger her gewesen. Okay. Der ist, glaube ich, Elfter so um den Dreh gewesen, als ich das letzte Mal. Nee. Ist ja vor. War mal Schürter. Jetzt bin ich Letzter, yes! Wie viel da warst du vor dem Stopp, Jockel? 19. Okay. Es hat extra irgendwie gerade so eine Schwächephase wie der Wiggins vorhin im Jobsiffert auch. Ja. Als ich jetzt eben kurz bevor ich in die Box gefahren bin, war der 18. hat auch Zeit verloren. Also jetzt kann ja so eine Phase sein. Wo die. Ich kann sein, dass der nächste Boxenstopp bei denen auch bald fällt. Ja, der Jay kommt wieder. Ja. Aber nur ein kleiner, oder? KI geht rein, wa? Ja, ja. Action kommt auch. Ja. Wollte ich da sagen. Dann würde ich jetzt noch warten, oder? Ja, ich bin jetzt eh schon drin. Die machen jetzt auch ihren dritten. Der Action steht jetzt da, ich fahr schon wieder. Meine dritten. Hallo Michi, ne? Boah, irgendwer raucht voll. Entweder Götz oder Hockenfeller. Hockenfurzer. So, Michi, gehst du an die Box oder was machst du? 3 Liter hatten wir, er sagt, war beim kleinen Stopp. Das ist minimalste. 3 Liter oder 3 Runden? Bitte? Meinst du beim Großen oder beim Kleinen? Beim Kleinen. Ja, irgendwie so. Oder 5 Liter, ich weiß nicht mehr. Na, 5 Liter hatte ich jetzt immer. Du jetzt halt nämlich, ob du wirklich 5 Liter. 3 Runden, glaube ich, waren es, oder? Na, ja, ich glaube 3 Runden. Na, dann habe ich es aber immer falsch gemacht beim Kleen. Das hat doch der Extra. Ne, ne, 3 Runden waren es beim Großen, glaube ich. Ich dachte 10 Liter war das immer. Klein. Ich meine beim Großen irgendwie 10 Liter stimmt und beim Kleinen 5 oder so. Dann hatte ich es richtig immer. Gut. Das hat der Extra aber im Stop aufgeholt. Deine Boxenkugel schlundert? Und ich das komme... Aber nicht, das ist aber nicht cool, wenn der nämlich jetzt wieder auf Touren kommt. Könnte ich nochmal Probleme kriegen. Ich glaube, mit den besseren Reifen sind die erstmal wieder Oberhand. Ja, das meine ich ja. Wenn ich dann solche Backe schieße wie gerade. Und ich bin Letzter. Nach 3 Stops. Also ich bin mit 6 Sekunden Vorsprung, oder sogar 6,5 Sekunden Vorsprung in die Box gegangen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das da jetzt gleich ausschaut. Stopp, letzte Runde 6 Sekunden. Jetzt haben wir 3,2. Ich weiß nicht, wie die hier die Kurven teilweise im Mittelabschnitt alleine fahren, das ist mir nicht geheuer. Nicht ansatzweise. Aber es könnte eine Verbesserung von der Zeit werden mit neuen Schlüppis.
Ansonsten ziemlich ereignisarmes Rennen. Mein Fick, der mich zu meinem ersten Boxenstopp schlussendlich genötigt hat. Der letzten Schikane. Mit meiner Aufhängung. Okay. Wo ich zu aggressiv gefahren bin. Ich glaube, da ist die TV-Perspektive wahrscheinlich ultra scheiße. Ah, die ist ja auch mal. Die Duelle mit Jake waren schon ganz lustig. 3,2 und jetzt 3,7. Aber ich kann jetzt an dem vorletzten immerhin Vorsprung-Jake dranbleiben. Ja, aber da muss ich, das ist das Thema, da muss man tatsächlich mal rechnen pro Runde und das im Auge behalten. 42,9, neue Bestzeit. Also wieder auf 3. Du hast jetzt 2 Stops, oder? Ja. Aber eben den großen gemacht. Jetzt kannst du theoretisch 2 kleine machen. Vor allem, weil dein großer recht spät war mit dem Reifenwechsel. Mhm. Ja. War ganz schlicht gewesen im zweiten Sektor. Soweit der Plan. Seht ihr aber, dass jemand der fährt. Check, der was hinter dir ist, der fährt echt gut. Ja, der Eckström, der macht nur auf mich Druck hier, das ist noch nicht gewonnen. Also auf den Hintermann kann ich die Zeit gut machen, aber... Naja, es ist klar, also ich hatte jetzt die erste Runde nach dem Stop waren es 3,2, jetzt die letzte Runde waren es dann 3,7. Aber wenn ich das richtig beobachte, scheiße! Bei mir ist es gleichbleibend mit Eckström und der Hintermann verliert. Lädt 4 Sekunden pro Runde. Den Fehler gemacht, das kann man es immer richtig verfolgen, aber wenn man das wieder abzieht, hätte er wahrscheinlich trotzdem wieder das so eine Sekunde gerade in der Runde aufgeholt. Ja, ich bin nicht mehr letzter Scheider. Tschüss. Nein, der wehrt sich, der kommt zurück. Weg. 1,7 noch. Auf wieder, Lurke, geh weg. Jake. Auch spannend hier. Lass mich vorbei! Lass mich nicht vorbei! Scheiße, du Arsch! 42,89, nochmal verbessert. Oh Mann. Mann. Was war deine Bestzeit, Jocke? 1,42,320. Boah! Widerlich! Für den Letztplatzierten. Trotzdem widerlich. Ich möchte ja nicht wissen, was die KI fährt. Aha. Wichser. Oder der Jake. Na, ich bin momentan. Was ist deine beste Jake? Die Bestzeit ist 42,0, aber die ist schon eine Weile her. Was echt ging bei euch da? Jetzt habe ich ihn mal wieder ein bisschen abgehangen. Der klebt da seit Jahren hinter dir. Ich bin Vorletzter, yippie! Wir müssen das mal beobachten, wie das jetzt ausschaut. 1,7 in der letzten Runde. Lass den Scheider stehen, Jocke. Jetzt müssen es wieder über 2 Sekunden sein, nach meiner Anzeige oben links. Hier mein Lieblingssektor, der erste. Und ich verliere schon wieder auf den vor mir fahrenden. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Fahren die denn hier? Haben die atomare Kraft in ihrem Tank oder was? Die Runde war jetzt mal wieder gut. 42,0, knapp an der Bestzeit vorbei. Nochmal verbessert. Gefällt mir gerade diese konstanten Rundenzeiten. Das mag ich. Ich kann anscheinend im letzten Sektor, was die Beste angeht, noch was rausholen. Da verliere ich am meisten. Krieg einfach nicht hin. Aber ich bin immerhin an den vor mir fahrenden dran. Aber Eckström stark, ey.
Den kann ich so wie dich runterknabbern. Matze! Ja, ich krieg ihn jetzt gerade mal wieder auf Distanz. Schon! Sieh, Schlampe! Oh, Scheiße! Ich muss halt einen Abstand auf den Hintermann rausjoppeln. Ist aber immerhin auf 13,2 angewachsen. Der war mal 4 Sekunden, ja, wie aus der Box kam. Hast du auf jeden Fall noch Chancen da auf den dritten Rang. Ansonsten halt auf jeden Fall auf dem vierten, weil der ist ja nochmal ein Stück dahinter. Naja, viel nicht. Ach, hat er aufgeholt? Weil vor den Stops ja, war er eigentlich, glaube ich, 12 Sekunden hinter dem dritten. Nee, nee, also, das sind keine 12. Weg, Molina! Achso, das sind überrundet, aber... Ja, warte, wir sehen es ja jetzt gleich auf der Anzeige. Extrem 3,8, das hat ihm wieder kaum was abnehmen können. Das heißt, der fährt ungefähr 42 mittig. Fährt der ungefähr. 40, 41, 42, 2. Nochmal besser. Ich glaube, schon mal als ich gewesen. Hui! 16,6. Schauen wir mal, was der Schlüpper und wie groß der Abstand von dem dann auf den nächsten ist. 30, also fast 15 Sekunden auf Salvo. Ah ja, Prio ist nicht mehr so weit weg. Mhm. Trotzdem fast 20 Sekunden auf Prio. Aber siehst du, wie eng das da alles ist? Eng auf dem Feld da. Kannst höchstens hoffen, dass die halt, so wie vorhin, kurz vor den Stops nochmal nachlassen. Nochmal besser im ersten Sektor, den zweiten verkackt. Ach, ich gebe gerade alles, ey. Jetzt hat er mal im zweiten Sektor Vorsprung und eigentlich war es im letzten Sektor mal da, wo ich noch was rausholen könnte. 12 Minuten noch. 12 Minuten. Wir müssen noch zwei Stops machen, ne? Ja, da werde ich jetzt reinkommen. Das ist nicht so schön, weil dann komme ich genau in die KI. Cool, ne? Du kannst ja theoretisch auch zwei hintereinander machen. Ja, ich glaube, so mache ich's. Können wir mal eine neue Bestzeit werden? Ich habe auch gerade nicht. 41,6 jetzt. Boah, stark. Ich habe die Runde verkackt. Aber auf Eckström habe ich nicht viel verloren. Ja, der lässt jetzt auch wieder ein bisschen nach, habe ich das Gefühl. Also auch wenn ich jetzt gerade eine neue schnellste Runde gefahren bin, der hat gerade wieder mehr verloren, als das schon mal in den Runden davor der Fall war. Also ich bin jetzt 44,1 gefahren und der Abstand ist fast sogar gesunken. Das waren auch letzte Runde noch 3,8. Zu 6,5, ich 41,6. Das sind fast 3 Sekunden, also war er irgendwo auch bei 44. 44,3 oder irgend sowas. Wieder besser. Aber auf jeden Fall hat er irgendwas Gutes gefrühstückt, der Matze. Köttbullar von Ikea. Aber jetzt gerade fällt er um zusammenbauen. Aber jetzt fällt er gerade richtig zurück. Naja, sag das nicht. Ja, im Vergleich zu vorher. Im Vergleich zu dir war er hier. Im Vergleich zu vorher, Mann. Ja. Ja, stimmt schon. Ja, der zweite Sektor war nicht so gut, wie ich ihn gerne hätte. Jetzt dann bauen die Schlippis halt dann doch wieder ab. Ah, oder man merkt halt, dass er einfach nicht mehr so geil ist wie vorher. Wir kommen wieder in die Nähe des letzten Boxenstopps von der KI. Irgendwer geht rein, glaube ich. Ich mach meinen. Ja, Ding, es ist drinnen, Action. Ja, Action ist drin. Dann mache ich mal in diese Runde. Ja, ich auch. Obwohl, ich könnte da wieder in Führung gehen. Ja, die würde ich eh empfehlen, solange du noch Zeit gut machst. Oh, Jucadella, geh weg, du Ficke. So wollte ich zündet.
24 hast du auf Peng. Das ist in etwa ein Stop, wenn du einen kürzeren machst. Und 20 Erfolgenfäller. Nachteil ist, die sind jetzt wieder richtig geil unterwegs mit den Schlüppern. Ja, Peng war ja noch nicht drin. C. Okay. Schocker, du musst auch noch einmal, oder? Ja. Ist echt so schwer einschätzbar, wenn man nicht an der Box war. Ich hole mir jetzt nochmal neue Reifen. Scheider steht da vorne. Fährt da vorne. Noch voll reingeslidet in die Box. Hallo, Jay. Hallo. Wieder nur gezählt. Wiedersehen. Wo ist der Eckström? Da ist er. Oh, da kommt er häufiger in mir. Schwerzeit verloren. Das hätte nicht viel länger dauern dürfen. Er ist nicht mal 2 Sekunden hinter mir. Das waren vor dem Stop fast 10. Die sausen da gut rein. Cheaten doch. So, ich mache jetzt meinen letzten Stopp. Stopp. Hab doch hier einen Stopp. Momentan auf der 10 liegend. Das liegt ihm. Werde ich wieder zurückgereicht. Mal gucken. Das reicht ihm. Was da noch passiert. Das passiert, was? Ja, kommt. Tembei und Molina in der Box. Ah, 22 hinter Junkandella. Nee, jetzt kommt Action irgendwie gar nicht nach. Neue Reifen. Sind wir noch für eine neue Bestzeit nicht. Na, die sollen in einer Runde verholt haben, schon wieder Respekt. Den neuen Schlippern. Die Runde wird schon mal nicht. Valve, wo bist du? Bitte. Ah ja. Und eben noch den einen Stop, den du machen musst. Gucken wir doch jetzt mal auf den Abstand. 20,6. Das heißt. Oh, gute Schikane. 16 nach vor, 16 zurück. Dann laut der Anzeige fast 19. Das Dumme ist, dass da jetzt Werlan und Prio wirklich direkt dranhängen. Einen kurzen Stop. 16 nach vor, 16 zurück. Du hattest in etwa 10 vor dem Stop. Ja, fahr jetzt rein und versuch die in den letzten Runden zu catchen. Könnt gehen. Catch me if you can. Es könnte gehen. Halt nur einen kurzen Stop, verlierst natürlich weniger Zeit. Ich muss es jetzt eher machen, weil ansonsten so habe ich immerhin noch die Chance, vielleicht reinzustechen mal in der Kurve. Ja, ja, eben. Ich meine jetzt, du hast jetzt 19 Vorsprung. Ich hatte ca. laut der Anzeige 30. Ich habe aber einen Reifenstopp gemacht. Die dauern natürlich ein bisschen länger. Ja, ich werde es nicht halten können. Irgendwo zwischen 3 und 7.
Aber du hast dann halt nochmal so ein paar Runden die Chance halt zu attackieren. Ich glaube, sehr gut bekommen die Boxen einfach. Aber ah, jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Oh shit! Sieben, sechs, fünf, vier, drei, es geht wieder los, zwei, da sind sie vorbei. Das ist scheiße. Oh shit, Jake. Oh scheiße. Oh scheiße. Junker, der lade ich fick ich nicht. Weißt du, wo ich bin, Jay? Nee. Da ist er ja! Rate? Im Gewächshaus. Also Platzierung oder wo du auf der Strecke bist? Platzierung. Schätzungsweise siebter. Gerade sechster! Gerade den Eng kassiert. Ich bin auf 8 rausgekommen. Also stark den Rockenfeller und den Eng kassiert. Und jetzt ist leider ein großer Abstand auf Prio. Wird wohl sechster werden. Prio 45,4. 48,4. Du hast diese und dann noch eine. Okay. Um 2,6 Sekunden aufzuholen. Könnte gehen. Das ist halt ein Dreierfick da vorne. Ja, wenn die sich nochmal selbst behalten, geht's umso schneller. Mm. Aber 2,6 ist nicht unmöglich. Nein! Jetzt vielleicht schon. Boah. Ich lebe noch. Oh, Alter, das war mir die Mitte. War das diese Fick Kurve da, wo es dann bergauf geht? Variante Alter oder wie das, welche das ist? Ich weiß gerade nicht. Alter. Vor dieser Schikane. Ja, da wo es bergauf geht. Erster Sektor. Ach, erster Sektor? Vor der Linkskurve. Hm. Da, wo ich es noch nie geschafft habe. Ich bin halt voll rausgekommen, weil ich mega durchbeschleunigt habe. Ich glaube, da, wo Joker sie eingebaut hat. Da, wo die Kanon bandelt oder so. Ja, da habe ich mich weggewichst. Und das war mega knapp gerade. Ich dachte, das war's. Da war ich auch einmal sehr weit draußen. 2,2 der Abstand. Das ist zu viel. Ich hätte früher reinkommen sollen und dann. Naja, egal. Kann man nicht wissen. Jetzt habe ich die Kurve endlich mal wieder getroffen. Ich freue mich, dass ich da überhaupt mithalten kann. Starke Leistung, Leibo. Stand 1,4 Sekunden. Groß ist der Abstand nicht, dass ich mich jetzt nochmal wegdrehen dürfte. Oh. Ui. Habe ich bei meinem Höschen feucht. Das Gute ist ja, der Chick fahrt sein letztes Rennen und dann fahren wir das nächste. Oh Gott, das war ein Move. Das war ein Move. Jo, du riechst meinen Staub. Du musst doch eigentlich auch direkt dran sein jetzt an. Nee, denn ich habe den Brio ausgebremst. Schlüpper ist 2 Sekunden weg. Also. Fünfter. Schlüpper und dann ist da noch irgendwer. Perfekt. Wer dann? Glückwunsch, Jake!
Danke. Extrem ja, kommt Gott, auch rüber. Das sind aber keine zwei Sekunden mehr. Nee, mittlerweile nur mal einer. 0,9. Nein, das wird jetzt nicht. Der das Kurve muss ein realistischer Move sein, außer die beiden behaken sich nochmal. Ja, wenn du in der Kurve rangekommen wärst, dann hättest du hier in der Schikane nochmal attackieren können, aber so dann. Ja. Gratuliere. Aus dem Glückwunsch, also. Genau, meine Bestzeit 41,8. Oh, das war gar nicht so weit weg von meiner. Und Schwalbo. 41 gehabt. Boah. Man war doch echt mal noch stark, meine. Ich hab's ja versaut, sie zu verbessern. Vielleicht eine Runde früh reinkommen und dann noch attackieren. Das hätte ich jetzt machen sollen, noch eine Runde früh reinkommen. Aber man kann es nicht wissen. Fünfter Platz. Naja. Der Joker. Gratuliere. Nicht mein Rennen. Ganz, ganz, ganz schlechte Performance. Na gut, mittlerweile haben wir es 1:30. Ja, aber trotzdem, hab nie so richtig den Rhythmus auf der Strecke gefunden. Bin ich warm geworden. Bäm! Dann schiebt der Eckstuhl nochmal den Jake weg und. Küsschen aus Nüsschen! Sag, ich hätte ihr gewinnen sollen. Ja, also das war, glaube ich, das härteste Rennen gegen KI bisher. Schweden! Oh, Alter, 14. am Ende. Oh, scheiße. Nick, ist eine starke Leistung, Valvo. Danke. Ja, war schon cool. Nach dem Stopp dachte ich mir so, scheiße, das ist wieder so 8. Platz. Aber, puh. Aber Eckström, ey, der Abgeh, ja. Ja, Abstand zum Werner. Ja, der hat schon ganz schön gefickt. Ja, nice. Dann hat der Jake gewonnen vor Ekström, Wehrlein, Schlüpper Johnny, ja, Valvo, dann Prio, Eng, Rockenfeller auf den ersten 8. Der Götz vom Beisler, nur 10, da scheiße. Dann Peffet, Spengler, Green, Vitoris, Wickens, Werner, Hent, Glock, Motara, Wittmann, Joker, Junker Della, Scheider, Tom B. und Molina, alle durchgekommen, alle innerhalb von einer Runde. Also das, was ihr so ein bisschen prognostiziert habt, dieses KI wird weniger Fehler machen, war echt so. Ich kann mich an keinen KI-Fehler erinnern. Aber schön, dass die KI mal mithält. Hat schon, macht schon mehr Spaß, finde ich teilweise. Ist ja, wenn man spannend. Selber auch mal mithalten kann. Ja, es ist halt, ja, wenn es so läuft wie eben das Rennen jetzt, dann ist es auch einfach mal spannender, finde ich. Ja, na, das war schon cool. Aber es braucht halt dann auch echt so ein fehlerfreies Rennen für mich halt. Für meine ja, ja, klar. So, um dann irgendwie auf Platz 5 zu töten lassen. Ja. Mach ich noch schnell die WM stellen und dann halt für mich auch Bedtime. Bad Joke. Nee. Joker mit 1,42,3 am Ende. Mitnehmen. Ja. Die hat sich auch bei den Rundenzeiten nicht von uns abschütteln lassen. Schnellste KI-Fahrer war Rockenfeller, 42,0. Kam ich schneller vor alle. Nichts zu machen. Nicht annähernd. Spannendes Ding auf jeden Fall. Hat schon Laune gemacht. Schöne Strecke dieses Imola. Like. Ja. Eines der spannendsten Rennen bisher. Ich weiß, ihr hattet euren Norris-Ring, aber. War schon nett. Und Jocke letztens beflügelt von seinem Sieg. Nur wieder tief down. sich einfurzend wieder ins Auto einfach reinsetzen und. Naja, na dann war's das. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und danke an den Jocke und den Jake fürs Mitfahren. Gerne. Ja. Danke an Michi fürs Dabüsern. Oder Kevin. Hallo.
dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal, wenn es nach, keine Ahnung, wohin geht. Le Mans geht. Oh Gott. Le Mans, ja! Ja, das wird eine Kacke. Hat der Joker mal gewonnen, oder? Ja, deswegen habe ich den ja. Na dann. Viel Spaß euch beiden. Naja, dann also bis zum nächsten Mal nach Frankreich. Au revoir. Tschüss. Baguette. Na, arrivederci, also. Ja.